Und dann ging das an für sich, na, sagen wir mal, verhältnismäßig Schlag auf Schlag. Ich auf die Brüstung des, oder Fenster, Unterkonstruktion rauf, dann durch dieses hier klettert, dann aber schon das Seil in der Hand und bin dann, da war ja dann auch schon dieser Metall, der Betonsims unten unterhalb des Fensters, wo man schon auch schon Halt hatte, wo ich schon Halt hatte, und bin dann im Grunde genommen langsam runtergeklettert. Und eigenartigerweise, was ich heute noch nicht so richtig verstehen kann, weil man ja Menschen kennt, es war still. Es war richtig ruhig. Ja, na jedenfalls, ich kletterte dann runter und parallel dazu, jetzt kommt es, war ein Gazakh-Mann unterwegs in der Nähe und der hat, damals gab es noch diese alten Gaslaternen und die hatten, die wurden eben ferngezündet mit dem Gas und die hatten im Grunde genommen zum Zünden einen wichtigen über dem Brenner einen Strumpf. Man nannte das damals Strumpf. Entweder war der aus Baumwolle oder weiß ich was. Jedenfalls da hat sich dann durch diesen Strumpf wurde dann durch Gas und so weiter das Licht gut verbreitet. Und der hatte die Aufgabe, an den Gaslaternen, wo im Grunde genommen er eine Meldung gekriegt hat, die Laterne brennt nicht mehr oder die Laterne brennt nicht mehr, da hatte er die Aufgabe, dort eben mit einer Leiter an diese Gaslaternen hochzugehen und den Strumpf eben auszuwechseln. Und damit er aber nun nicht immer die Leiter da rumtragen musste, war, ich will es mal sagen, jede fünfte Laterne hatte eine Leiter. War eine einfache Holzleiter, die war angekettet und so weiter und so fort. Und der beobachtete, weil er dort gerade in der Nähe war, beobachtete er, als ich dieses Seil runtergeworfen habe, dass das Seil nicht bis unten reicht auf dem Bürgersteig, sondern nur circa bis zum ersten Stock. Oder sagen wir mal, zwischen Parterre und erst, jedenfalls war bestimmt eine Differenz, sagen wir mal als Beispiel, 3, 4 Meter. Und der hat ganz schnell eine Kette gelöst, die Leiter genommen und hat sie an der Häuserwand angelegt. Und als ich denn, ich bin ja doch ein bisschen verhältnismäßig verzögert, ja langsam runtergeklettert, ich bin ja kein Bergsteiger, also mit Angst und vorsichtig und schön da und da und da. Und bin dann bis zu dieser Leiter gekommen, der hat sie unten noch schön festgehalten, damit sie im Grunde genommen nicht wegrutscht und so weiter. Und dann bin ich auf diese Leiter gekommen, habe meinen wunderbaren Halt gehabt und bin dann diese Leiter runtergeklettert. Natürlich. Und im Nachhinein, später, Gedanken kamen nicht auf, wie schon berichtet wurde vorher, dass also die Volksarmisten oben aus den Fenstern runtergeschossen haben, wenn jetzt irgendwelche Leute geflüchtet sind, dass man mich auch entdeckt und dann von, das war gar nicht da. Also für mich war es wichtig, ich muss hier runter und es klappt ja ganz gut und jetzt die Leiter war auch noch schön. Und dann war ich auf dem Bürgersteig. Und Im Westen. dann war ich im Westen.